Die nächsten Minuten gehören den Frauen, genauer gesagt den Superheldinnen von Himberg, denn denen wurde dieser Abend gewidmet. Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier bei unserem zweiten, letztes Mal haben wir es Superheldinnenball genannt, heuer dürfen wir Sie sehr herzlich willkommen heißen bei der Nacht der Superheldinnen hier in Himberg. Es ist heute die zweite Nacht der Superheldinnen, vergangenes Jahr in Schwadorf und heute in Himberg. Und es ist wirklich super organisiert von den Frauen und ich glaube, ja, es läuft ganz gut an. Eine schöne Veranstaltung, ein schönes Fest und ich denke, wir werden alles noch sehr viel Spaß haben heute. Die Anforderung der Frau in der heutigen Zeit im Alltag? Sehr hoch. Man muss alles können. Und in der Arbeit und zu Hause ihren Mann stehen. Wie sieht denn bei Ihnen der Alltag aus als Superheldin des Hauses? Kinder herrichten für die Schule, jetzt dann für den Kindergarten, Essen machen, Wäsche machen, zusammenräumen. Berufe, Herausforderungen, Familie, eventuell auch die politische Tätigkeit unter einen Hut zu bringen, ist schon eine Meisterleistung, muss man sagen. Ja. Frauen haben einfach mehrfach Belastungen und heute geht es uns wirklich nur darum, einmal zu entspannen, einfach vielleicht einmal nicht an den Job zu denken, auch nicht an die Familie zu denken, sondern einfach nur Spaß und Freude mit Freundinnen oder Schwestern oder wie auch immer zu haben. Haben Sie einen Superhelden zu Hause? Da sage ich nichts dazu. Unsere Männer in Himberg zum Großteil führen keinen Haushalt, weil die haben gerade unten das Abi, findet das Abischnapsen statt und da sind unsere Männer einen Stock tiefer. Mich freut, dass wir in Himberg so selbstständige Frauen haben, die selbst einen eigenen Ball veranstalten, wo sie gut unterhalten und uns Männer gar nicht brauchen. Also ich finde das wirklich super und toll. Wir sind die Superhelden, oben sind die Superheldinnen. Ja, die haben es natürlich besser, die können tanzen, die können sich vergnügen. Wir müssen da hart arbeiten, wir müssen schnapsen, wir müssen spielen, dass einer den ersten Preis erringt. Superhelden Karten spielen? Heute ist gelaufen, was soll man machen? Zum ersten habe ich gar nicht, wie ich hergekommen bin, habe ich mit denen nicht gerechnet, dass ich der Sieger wie, aber wenn es so ist, muss man es jetzt in Kauf nehmen, was soll man tun. Trostpreis, ein Sauschädel. Was machen Sie mit dem Sauschädel? Ja, den würde ich jetzt meiner Mutter geben und die wird ein gutes Salz draus machen.